Trotz zahlreicher Rückschläge gilt Dario Colonia als der derzeit kompletteste Langläufer. Mit seinem Sieg über 15 Kilometer stellte der Schweizer nun einen neuen Rekord auf. Pyeongchang, 3 Olympiateilnahmen, 3-mal Gold über 15 Kilometer, Dario Colonia ist ein Phänomen und ein Mann für die besonderen Rekorde. Sein Erfolg am Freitag in Pyeongchang geht in die Geschichte ein. Noch nie hat ein Langläufer 3-mal hintereinander die gleiche Strecke gewonnen. Dem Schweizer war es dabei egal, ob der Wettbewerb in der klassischen Technik wie 2014 oder im freien Stil wie 2010 und 2018 ausgeschrieben war. Seine Ausgeglichenheit in beiden Stilarten bewies er ohnehin schon in Sotschi, als er auch den Skiathlon gewann, bei dem beide Laufarten zu beherrschen sind. Stolz auf seinen Erfolg, es mache ihn stolz, solch ein Ergebnis geschafft zu haben, sagte der 31-Jährige. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr machte er mit einem Rekord auf sich aufmerksam. Im Januar gewann er als erster Läufer zum vierten Mal die Tour de Ski und untermauerte bereits da, dass er der derzeit kompletteste Langläufer ist. Trotz zahlreicher Rückschläge zum Olympiasieg, der Graubündner ist ein Stehaufmännchen. Wann immer er in einem Tief steckte, er fand stets heraus, so auch vor dieser Saison. Obwohl es in den vergangenen beiden Jahren zahlreiche Rückschläge gab, arbeitete er akribisch auf den vierten Olympiasieg hin. Mit einer vorbeugenden Cortisonbehandlung bekam er sein Asthma in den Griff. Wadenproblemen begegnete er mit einer Umstellung der Lauftechnik. Bester Deutscher auf Platz 15. Bester Deutscher war Lukas Bögl aus Geisach auf Platz 15, 1:20,8 Minuten. Andreas Katz, Bayersborn/1:54,4, wurde 25. Sebastian Eisenlauer, Sonthofen/2:19,9, lief auf Rang 32. Hier geht's zum Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele. Außerdem berichtet die IPM Digital Zentralredaktion rund um die Uhr im Ticker von Olympia 2018 von Freitag bzw. Samstag. Deutsche Presseagentur SIT.